bin der Walter Andreas Müller, der WAM. Ich bin relativ ein gewunderiger Mensch. Ich kann eigentlich nicht sehr gerne Kompliment, weil es macht mich immer verlegen. Ich kann auch mal relativ schnell ausrasten, aber es ist dann auch schnell wieder vorbei. Von dem her doch ein bisschen eine gespaltene Persönlichkeit. Ja, herzlich willkommen, WAM. Du hast dann schon noch einen rechten Dominanzanspruch, WAM. Ja, du hast einen Dominanzanspruch. Mhm. Und zwar in dem Sinn, weil du willst nicht jemanden rumkommandieren und weiss nicht was. Das brauchst du in dem Sinn nicht. Ja. Aber einfach so nur akzeptieren und einfach nur absegnen und einfach nur so sagen, jawohl, ich mache das gerne und gehst nur auf die Knie. Das muss dann nicht sein. Du wirst dann auch, du sagst dann auch ganz klar, ja Moment, jetzt, also meine Entschuldigung, aber jetzt müssen wir doch noch, und dann kommt wieder dein Hinweis oder eine Belehrung oder einen neuen Akzent und dann bin ich auch immerhin, oder was? Ich will, ja, ich bin ein rechthaberischer Mensch irgendwo, ja, glaube ich. Das ist das. Das sehe ich da, das stimmt. Weil du hast da eine sehr grosse Distanz von da bis da. Aha. Und das ist, kann man, das geht auf, stell mal, ja, oh, da, deine zweite Person, weißt du, im Schatten, der Blocher, viel mehr da, da drin. Ja. Kannst du nächstes Mal schauen, wenn du jetzt hin, nachher wegspielen. Genau, ja, er hat das dann sehr stark, das stimmt, ja. Es kommt dann noch die Unterlippe dazu. Das ist richtig, ja. Wer auf der Bühne steht, wer im Film ist, der braucht irgend seine Wichtigkeit. Es passiert bei mir im Privatleben meistens dann, wenn man mir etwas unterstellt. Also wenn man sagt, du hast das bewusst so und so und so gemacht. Und da kann ich, und man mir das nicht abnimmt, dass das nicht wahr ist, dann kann ich extrem, wirklich eben, dann kann ich ausrasten. Dann bin ich auch jemand, wo brüllt, wo schreit. Also weil ich dann nicht mehr anders weiss, mich zu wehren. Nebst dem, dass du dann noch ein rechter Genussmensch bist, gell? Ja, das also stimmt. Wenn dann so alles wunderschön dir gefällt, da kommt dann dein Unterlippenpolster extrem für. Und dann kannst du es wieder genießen und dann zählt er doch alle. Ja. Was auch noch ist, als letzter Punkt, den ich jetzt so gerade sehe, du hast ganz starke Ohrläppchen, die runterhängen. Mhm. Das hast du auf dieser Seite und da auch. Also das ist ein hängendes Ohrläppchen und hat auch Fleisch dran. Und das ist etwas, das mir zeigt, wann man eigentlich eine körperlich gute Grundkonstitution hat. Ja, das denke ich, das stimmt. Ja. Es ist wahr. Also ich staune manchmal. Also, dass ich bin nie krank. Nein, gibt es nicht. Nein, musst keine. Also von dem her bin ich zuversichtlich. Ich hoffe es. Ja, nein, kannst du auf die Ohrenläppchen verlassen. Das habe ich noch nie gehört, dass man eben auch aus einem Gesicht aus offensichtlich kann Sachen lesen, wo erstaunlicherweise, was ich jetzt vorhin gezeigt habe für mich, weitgehend eigentlich zutreffen, ohne dass einem ja die Person wirklich à fond kennt. Natürlich, wenn man eine gewisse Prominenz hat, kennen die Leute gewisse Ansätze von einem selber. Aber das hat mich sehr beeindruckt. Also, ciao, ciao. Danke vielmals. Danke, Pietro. Dankeschön.